Hallihallo, Hallöchen und herzlich willkommen zu Valheim. Ihr seht's schon, ich habe ein bisschen weitergebaut, weil ganz ehrlich, die komplette Statik hier hat überhaupt nicht hingehauen. Ich musste das alles nochmal abreißen, ich habe so viele Wege probiert. Auf jeden Fall sieht's jetzt hier so aus. Und zwar haben wir hier nochmal, oder habe ich hier nochmal eine halbe Etage weggenommen. Wir hatten ja zwei von den Dingern, jetzt nur noch eine halbe. Und wir haben jetzt ein 26 Grad Dach. Weil mit 45 Grad wird das Ganze einfach zu hoch und somit haut die Statik dann nicht mehr hin. Auch hier ist mehr schlecht als recht, aber zumindest hält es erstmal. Wir haben hier eine relativ geile Aussicht oder eine richtig geile Aussicht. Gefällt mir sehr, sehr geil. Wir haben hier nochmal so einen kleinen, ja, Austritt kann man es nicht nennen. Ich hatte erst überlegt, das Dach wegzulassen, dass man wie einen kleinen Balkon macht. Allerdings sieht das dann von außen ziemlich kacke aus. Muss mal gucken, was wir hier noch reinbasteln. Ansonsten, ein Bettchen habe ich hier hergestellt, damit wir schlafen können. Wir haben hier unten aktuell ein Lagerfeuer, das müssen wir aber nochmal komplett umbauen. Ich habe erstmal nur gucken wollen, ob das oben rechts hier das Feuer, ob das auch funktioniert, wenn wir eine Etage höher sind. Und ja, es funktioniert, aber der Kreis ist doch relativ klein. Ihr seht es hier schon nicht mehr. Es ist halt eigentlich ein bisschen unpraktisch, aber naja. Das werden wir definitiv, ich denke mal, eher noch hier in die Mitte machen mit einem richtigen Kamin oben dran. Ansonsten hier unten, ihr seht es auch, ich habe mich hier mal ein bisschen kreativ ausgelebt. Ich finde es eigentlich ganz schick so. So ist es ein bisschen offen. Und die Balken haben wir hier noch drin, die Stützbalken. Es ist alles noch nicht perfekt, gar keine Frage. Werde ich dann demnächst mal noch etwas umarbeiten. Ansonsten sieht es jetzt von außen gerade so aus. Es blendet natürlich die Sonne ein bisschen. Ich finde es an sich ganz hübsch. Ich weiß noch nicht hier vorne, ob ich es so lasse, weil hier haben wir jetzt halt so ein eher so ein ründliches Dach und hier vorne relativ eckig. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich das so lassen möchte, aber ich finde es jetzt prinzipiell erstmal gar nicht so verkehrt. Ja, ich hatte eigentlich schon wieder eine Folge aufgenommen für euch, war ein bisschen im Sumpfland, habe im Fermentierer die Tränke rausgeholt, aber was soll ich sagen, mein Aufnahmeprogramm. Es muss wirklich einen guten Tag haben, ansonsten wird das nichts. War leider wieder komplett ohne Ton und ich wollte euch das nicht schon wieder antun. Wir hatten es ja vor, weiß nicht, 20 Folgen oder so schon mal, dass ich dann so ein bisschen Hintergrundmusik eingespielt habe, aber ich dachte mir diesmal, nee, komm, nimmst du halt einfach nochmal neu auf. Das Einzige, was ich jetzt habe, sind diese Ausdauertränke. Ich glaube fast, ich habe die nicht geholt in der Folge, die jetzt als letztes rauskam. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich bin mir 80-prozentig sicher, dass ich das noch nicht getan hatte. Also wir haben jetzt hier die Ausdauertränke. Es kommen immer 6 Stück bei raus. Ich überlege gerade, wo ich die hingeworfen habe. Und wir haben hier nochmal Giftwiderstand, habe ich auch 6 Stück gebraut, weil das wäre für das Sumpfland ja doch ziemlich geil. Wo ich die anderen Ausdauertränke habe, weiß ich gerade nicht. Werden wir früher oder später noch rausfinden. Ansonsten Würstchen sind auf jeden Fall auch ganz geil, machen 60 Gesundheit, 40 Ausdauer, die kann man direkt im Kessel einmal kochen, muss nicht nochmal in den Fermentierer, ist ja kein Getränk. Ja, und sonst ist eigentlich nicht so viel passiert. Wir werden so oder so noch ein paar von den Tränken brauen. Von daher ist es nicht ganz so wild, dass ihr es jetzt nicht gesehen habt. Das holen wir definitiv nach. Ja, und dann kann das Ganze hier erstmal so stehen bleiben. Was ich unbedingt noch machen möchte, ist einmal den Gemütlichkeitsfaktor mit euch erhöhen. Weil wir haben ja aktuell, ich glaube, 12 Minuten. Ja, das ist auch noch ein bisschen doof. Diese Schrägbalken hier unten, die gucken irgendwie noch hier oben durch. Das ist alles noch nicht so mega schön. Und um den Gemütlichkeitsfaktor zu erhöhen, können wir nämlich noch Möbel bauen. Und zwar einmal einen Tisch. Ich würde den jetzt erstmal hier einfach so hinstellen. Das ist jetzt nicht unbedingt der hübscheste Tisch, den ich je gesehen habe. Aber egal. Wir haben noch einen Stuhl. Den können wir hier auch noch platzieren. Und ansonsten ein schwarzes Banner. Aber allerdings haben wir da nicht genügend Zeug dafür. Wir können mal kurz schauen. Hier haben wir ja Feuer. Das heißt, wenn ich mich hier hinsetze, sind wir jetzt auf Gemütlichkeitsstufe 8. Wir waren, glaube ich, sonst immer auf der 5 oder der 6. Bin nicht ganz sicher. Wir müssen mal gucken. Also wir hatten definitiv immer 12 Minuten. Und wir schauen mal, wie viel jetzt bei rumkommt. Müsste ja jeden Augenblick soweit sein. 15 Minuten. Okay. Das ist doch schon mal ein Fortschritt. Jetzt ist halt die Frage, zählt der Tisch mit? Ja, der Tisch steht noch im Feuer, weil ich glaube, es muss mit in dem Umkreis vom Feuer stehen, ansonsten zählt es nicht. Wir könnten noch so einen Hocker hinbasteln.
mal vielleicht hier drüben mit hin, so wie als kleines, als kleinen Nachttisch für das Bettchen. Und jetzt gucken wir mal, ob es trotzdem noch höher ist, aber es steht immer noch gemütlich 8 da. Also das hat nichts erhöht. Na gut. Ja, und hier den Läufer, den hatte ich schon mal hingebastelt. Können wir eben noch schauen, was wollte ich denn machen? Ich wollte mit euch unbedingt hier noch einen Kohlenmeiler hinstellen, damit wir hier mal noch ein bisschen Erze schmelzen können. Denn wir werden ja im Sumpfland hier drüben definitiv Eisen finden. Ich weiß auch wo. Und dafür brauchen wir hier einen Schmelzofen. Aber wir haben leider nicht genug von den Surtelingkernen. Deshalb machen wir uns jetzt noch mal ein bisschen auf Dungeon-Jagd. Hier seht's, ich habe schon mal ein bisschen Zinn noch gesammelt. War ein bisschen ärgerlich, es war halt eine Folge. Wir waren ein bisschen im Dunkelwald. Und ich war ein bisschen Zinn abbauen und wir sind noch mal einen kurzen Schlenker durch das Sumpfland gegangen. Aber leider Gottes hat's das halt nicht aufgenommen. Naja. Ich wollte eigentlich mal noch ein bisschen Inventar leeren, aber ich sehe schon, es sieht schon wieder sehr mager aus. Haben wir noch genügend für eine Kiste? Müssen mal gucken, wo wir uns dann hier am besten den Lagerraum hinmachen. Ich stelle die jetzt erstmal alle hierher. Weil das sind dann wiederum Sachen, die ich ja definitiv außerhalb des Let's Plays machen kann. Mit Kisten sortieren und so weiter. Dass ich euch nicht so lange nerve. So, ich war nämlich hier hinten. Hier haben wir Kupfer und einen Dungeon. Ich würde mich mal direkt auf den Weg machen. Aber den Hirsch hätte ich ganz gerne noch. Die Wildschweine haben das mitgekriegt. 3 Stück gleich. Wahnsinn. Aber es ist alles Fleisch. Ja, und dann gucken wir mal, wie weit wir in der Folge hier kommen. Bei nächster Folge würde ich dann, wenn wir es in der nicht mehr schaffen, was ich fast befürchte, würde ich dann ganz gern mit euch mal ins Sumpfland und dort die Dungeons besuchen. Denn genau dort, wie vorhin schon angekündigt, finden wir Eisen. Beziehungsweise wir finden, glaube ich, Eisenschrott oder Metallschrott. Und das können wir dann auch in den Schmelzofen hauen. Ja, deswegen jetzt erstmal Surtlingkerne sammeln, weil wir brauchen einmal Schmelzofen und wir brauchen unbedingt Kohlenmeiler. Was hat denn der Schmelzofen? Der hat auch Surtlingkerne gebraucht. Wir haben, glaube ich, noch 4 Stück in der alten Basis. Brauchen aber 10. Das heißt, mit einem Dungeon ist es leider nicht getan. Aber die gibt es ja glücklicherweise zuhauf. Und dann müssen wir die halt einfach nur mal besuchen und da drin ein bisschen Hallo sagen. Ich finde die Kombi aktuell relativ cool. Oh, kommst du denn her? So haben wir zumindest relativ viel Ausdauer und auch 80 oder 81 Leben eigentlich. Wir können das dann mal noch ausprobieren mit den Würstchen. Weil das ist natürlich nochmal mit 60 Leben, 40 Ausdauer waren es, glaube ich. Aber nochmal ein großer Sprung nach vorne. Das werden wir dann mitnehmen, sobald wir das Sumpfland besuchen. Weil ich habe echt ein bisschen Angst vor den Dungeons, muss ich ehrlich zugeben. Wir haben es ja letztens erst gesehen, durch den Blutegel gestorben. Das war halt wirklich nicht so geil. Und wenn wir Blaubeeren finden, wäre auch nicht schlecht. Dann könnten wir uns nämlich noch ein blaues Banner basteln. Oder einen blauen Banner. Weil die Banner bringen auch Gemütlichkeitsstufen. Der Honig ist halt echt schnell weg. Was steht denn da an Dauer? 300 Sekunden. Die machen 600, 1200. Also ist halt echt Wahnsinn, ne? Ich meine, wir kriegen zwar Honig ohne Ende. Wir haben ja zum Glück viele Bienenstöcke. Verdammt. Das war aber auch schlecht von mir, gebe ich offen und ehrlich zu. Bin ich ein bisschen falsch gelaufen. Aber ich glaube fast, ich hatte hier hinten auch einen Dungeon schon gesehen. Hier war ich etwas Zinn sammeln. Ach, kein Schamane, bitte. Aber eigentlich kann man die ganz gut austricksen. Indem man halt wirklich wartet, bis die ihren Gift spucken.
und dann einmal drumherum rennen. Aber wow, es wären gerade ein paar viele hier. Brauch Ausdauer. Und hier gibt's Blaubeeren. Hat er die jetzt eingesammelt? Dadurch, dass ich die... sich da einmal draufgekloppt habe? Natürlich nicht. Verdammt. Jetzt haben wir Blaubeeren verschenkt. So, wo war der Dungeon? Hier ist Kupfer, Dungeon ist da drüben. Ja, dann machen wir uns jetzt ein bisschen durch die Dungeons durch. Sammeln die Sortlingkerne. Weil vorher brauchen wir halt auch nicht Eisen sammeln. Wir können uns mit dem Erz ja leider nicht teleportieren. Und den ganzen Weg bis zur alten Basis zurückzulaufen. Nur um das dann zu schmelzen, macht nicht viel Sinn. Ach... jetzt hat er uns erwischt. Es sind aber auch viele hier. Es ist doch tagsüber. Was ist hier los? Es ist schon wieder bestimmt das halbe Inventar voll. Nicht nur, weil wir auf dem Weg zu einem Dungeon waren. So. Hier habe ich ihn mir markiert. Glaube hier auf der Rückseite. Oder nicht? Oder war das... nee, das war's Kupfer. Entschuldigung, wir müssen doch noch hier rüber. Ich bin mal wieder etwas verwirrt. Wir müssen uns dann auch unbedingt mal ein Bronzeschild machen. Ich glaube, das war der Hauptgrund, warum ich Zinn gesammelt habe. Jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, warum bin ich denn auf Zinnsuche gegangen? Aber das fehlt uns, glaube ich, für das Kupferschild und... wir rennen halt immer noch mit diesem ersten... oh Gott, wo denn? Wir rennen halt immer noch mit diesem ersten Holzschild rum. Das ist halt... eigentlich sehr, sehr noobig. So, ich bin eigentlich ein Freund, erstmal die Seitentüren zu besuchen. Aua. Aua. Ich hab doch geblockt. Gelbe Pilze brauchen wir halt auch unbedingt. Wir sind schon wieder fast voll, ne? Das ist... ach, das Inventar. Da hätte man mal... ein Spawner. Ja, jetzt haben wir ihn automatisch mit kaputt gemacht. Aber einen Dungeon mit Spawner haben wir uns ja schon markiert. Bernsteinperle. Der uralte brauchen wir nicht. Wissen wir, wo der ist. Wir haben einen einzigen Kern. Sei doch nicht gleich so spendabel, liebes Spiel. Dann hatten wir hier noch eine Tür. Ja, die gelbe Pilze brauchen wir ja unbedingt. Was ist das? Das ist so ein Geist. Da hinten sehe ich Kerne. Für den Fermentierer, also generell die ganzen Metgetränke. Die haben wir halt gut aufgebraucht. Dadurch, dass ich die ganze Zeit gefuttert habe. Das werden wir jetzt demnächst mal ändern. Also ich habe sie ja eh nicht mehr dabei. Aber eigentlich ist mir der Honig auch zu schade. Ich glaube, den werden wir jetzt mal demnächst gegen leckere Karotten ersetzen. Weil davon können wir uns mittlerweile glücklicherweise eigentlich unendlich von züchten. So, 4 Kerne haben wir schon. 5. Mir hier gerade irgendwie zu ruhig. Wir sind schon durch mit dem Dungeon. War nicht der größte, aber dafür gab es eine ganze Menge Kerne. Das ist in Ordnung. Relativ schnell durch, 5 Kerne gefunden. Und zack, wieder raus. Müssen uns den gleich mal hier wieder wegmachen. Und dann gucken wir mal. Ich dächte eigentlich, dass ich hier irgendwo hinten am Wasser noch einen gesehen hatte. Ich finde es nur komisch. Normalerweise markiere ich mir die. Wie viele Kerne brauchten wir? 10 Stück hatte ich gesagt, ne? Hier 5, hier 5. Wir haben jetzt 5 und 4 haben wir, glaube ich, noch einstecken. Das heißt, es reicht leider noch nicht ganz. Ich habe zwar sicherlich noch ein paar Dungeons markiert,
Ach, hier unten? Nee, das war vom Sumpfland das Ding. Ja, wir haben zwar hier oben noch ein ganz paar markiert, aber bevor wir jetzt wieder dort sind, könnten zwar rein theoretisch auch das eine Portal abbauen, was ich mir für die Kupfersammlerei gebaut habe. Dann würden auch, glaube ich, zwei Kerne wieder bei rumkommen. Aber muss ja nicht sein. Hoffentlich haben die mich jetzt nicht gesehen. Ist das Zinn? Nee. Gerade so komisch geglänzt durch das Wasser. Ja, die haben mich natürlich gesehen. Wir werden es schon noch finden, ansonsten machen wir hier halt mal ein bisschen Entdeckung. Weil der schwarze Händler steht auch noch ganz, ganz oben auf der Liste. Oder dunkler Händler, oder ich weiß nicht mehr. Ich glaube Schwarzhändler. Weil wir haben mittlerweile echt viele wertvolle Sachen. Und die mal zu verkaufen, fände ich gar nicht so verkehrt. Dann kriegen wir einerseits wieder Platz in der Kiste. Und außerdem wollte ich halt echt gerne diese Taschenlampe kaufen. Das wäre halt so eine Erleichterung, einfach dauerhaft ohne einen Gegenstand in der Hand haben zu müssen. Na, könnte das ein Eingang von einem Dungeon sein? Ich glaube, dann wären wir schon... Ah, perfekt. Glaube? Oh nee, hier war ich noch nicht. Nee, der kann es glaube ich nicht gewesen sein. Ganz schön großer Eingang. Mal gucken, ob das ein Indiz dafür ist, dass es auch ein großer Dungeon ist. Der sieht aber echt mal anders aus als die, die wir bisher kennengelernt haben. Ach du Scheiße, hier ist ein Troll drin. Oh Gott. Nee. Raus hier. Wie soll ich denn den Troll da drin besiegen? Auf so kleinem Raum. Scheiße. Ich markiere mir das mal als Troll-Dungeon. Da gibt es bestimmt irgendwas viel cooleres. Aber ganz ehrlich, das ist doch unser Tod. Ich glaube, da müssten wir besser ausgerüstet nochmal hin. Weil Nahkampf mit Troll sicherlich nicht. So, wir haben hier noch Kupfer, muss ich mir auch noch schnell markieren. Ich habe mich jetzt übrigens dazu entschlossen, das immer mit dem gleichen Symbol zu machen, weil effektiv, wir schreiben so oder so drunter, was da ist. Und da müssen wir nicht extra noch das Symbol auswählen. Kostet alles Zeit, die wir nicht haben. Wir laufen mal hier unten lang, vielleicht kommen wir ja im Sumpfland wieder raus. Wäre schön, wenn wir zumindest einen Dungeon noch finden. Da wäre ich sehr, sehr glücklich drüber. Wir können dann noch mal gucken, wie viele Sekunden die Würstchen halten. Wir haben sie ja jetzt nicht mehr, wir haben die ja in die Kiste geworfen. Karottensamen, sehr gut. Bin ich, glaube ich, auch schon tausendmal dran vorbeigerannt. Leider auch nur ein Stein. Aber es ist doch immer wieder dasselbe. Wenn man danach sucht, man findet es nicht. Und wenn man dann einfach nur mal in Ruhe ein bisschen erkunden möchte, kommt Dungeon über Dungeon. Und prinzipiell wäre es nicht so schlimm, wenn wir den Kohlenmeiler erstmal weglassen. Dann holen wir uns die Kohle halt von der alten Basis. Damit können wir uns ja glücklicherweise teleportieren. Ein Platz im Inventar. Wir haben doch gerade schon welche davon. Ach nein, wir haben keine aufgesammelt. Was könnten wir denn mal wegschmeißen? Leder eigentlich ungern. Hier Stein. Dann nehme ich doch lieber die Disteln für mit. Weil auch die brauchen wir demnächst sehr viel für die ganzen Tränke. Ach Mist, euch habe ich gerade eigentlich gar keine Lust. Aber ich glaube, wir kommen nicht drum herum. Wie viele hat es denn angelockt? Zwei.
Das ist ja noch okay. Solange wir hier nicht die ganze Horde anlocken, bin ich happy. Ja, und leider sind wir auch schon wieder an einem Folgenende angelangt. Es geht immer so schnell in dem Spiel und man schafft so wenig. Aber dafür versuche ich halt wirklich... Hey, Skelette! Ja, dafür versuche ich halt gerade, ihr seht es ja auch, wirklich viel auch mal ohne Aufnahme zu machen. Weil ich möchte euch ja auch ein bisschen die Story zeigen, das heißt die ganzen Endgegner und was alles noch kommt. Eisen, Gold, Schwarzmetall. Das erwartet uns ja alles noch. Und ich denke, so ist das eigentlich eine ganz gute Mischung. Dass wir hier einerseits ein bisschen vorankommen. Und ich euch aber andererseits auch viel zeigen kann vom Spiel. Na gut, wir sehen uns dann morgen 19 Uhr wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.